Hi, ich bin Miguel und heute geht es so ein bisschen um die Canon EOS 5D Mark IV. Die hat ja bei ihrer Vorstellung nicht so große Begeisterungsstürme ausgelöst. Eine verdammt teure Kamera mit wenigen Features, die sie irgendwie von der Konkurrenz abheben. Ein Feature aber gibt es, das viel Aufsehen erregt hat, und das ist das Dual Pixel RAW. Eine Funktion also, bei der Canon ihren Dual-Pixel-Sensor, den sie für den Autofokus im Live-View bisher genutzt haben, dafür einsetzen, eben Distanzinformationen zu berechnen, beziehungsweise zwei Bilder auszugeben und mit Hilfe dieser und irgendeiner Softwaretechnik es möglich zu machen, RAWs zu erzeugen, die doppelt so groß sind, aber dafür auch erlauben, die Schärfe im Nachhinein nachzujustieren. Und es gibt ein bisschen Kontroverse darüber, wie gut das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert. Und ich habe da mal auf der Fotokina einen ganz, ganz schnellen kleinen Test gemacht und möchte euch heute hier ein bisschen die Ergebnisse dessen präsentieren, was ich da festgestellt habe. Ich habe auf der Fotokina kurz die 5D Mark IV ausprobieren können, habe ein paar schnelle Schüsse gemacht. Deswegen ist das ja auch kein Langzeittest oder irgendwas, ein ganz schneller Quick Look in diese Funktion, mit der man die Schärfeebene im Bild nachträglich verlagern kann. Und dafür muss man im Moment noch die Canon eigene Software benutzen, das Digital Photo Professional 4, das wir hier auch geöffnet haben. Und wir haben ja ein Bild von diesem jungen Mann. Wir sehen, bei 28 mm ist das aufgenommen worden. Es war ein 24-70-2,8 Objektiv. 28 mm kann man sich vorstellen. Ich war ziemlich nah dran, so der junge Mann schon quasi direkt vor mir. Um das jetzt zu korrigieren, das können wir ja nicht im Bearbeitungsdialog machen, wo wir gerade sind, sondern wir müssen in ein bestimmtes Fenster, und das findet sich hier unter Extras, Dual Pixel RAW Optimierung starten. Dann geht eben ein neues Fenster auf. Das dauert auch eine ganze Weile, bis es aufgeht, obwohl ich einen ziemlich potenten Rechner hier habe. Das ist ein Xeon mit 4 Kernen und Hyper-Threading, 3,4 bis 3,8 GHz, also nichts Langsames, 16 GB RAM. Trotzdem ist das Ding hier ziemlich langsam, wie man sieht. So, ich habe das wieder hier drin geöffnet, habe wieder 100% Darstellung gewählt. Was man jetzt hier schon sieht, ist, dass hier schon ein paar Sachen geändert sind. Ich habe die Schärfe hier schon abgehakt, also so eine Unscharfmaskierung. Man sieht es, finde ich, den Effekt etwas besser, wenn die Schärfe vorher ausschalte, diese Nachschärfung. Und wir sehen auch schon, ich habe hier schon eine Bildanpassung nach vorne hin, das heißt Richtung Augen. Ich werde jetzt einfach mal ausschalten. Das ist das Maximum übrigens, was ich eingestellt habe. Dann rechnet er wieder relativ lange. Wenn man genau hingesehen hat, sieht man ja nicht viel. Ich schalte es wieder ein. Jetzt hat er einmal den Zustand berechnet eingeschaltet, einmal den Zustand berechnet ausgeschaltet. Und jetzt kann ich relativ schnell hin und her schalten, ohne dass er neu berechnen muss. Und wir sehen halt direkt den Effekt. Schauen wir mal hier oben zum Beispiel in der Nähe der Brille auf diese Haare, die hier in der Unschärfe liegen. Jetzt haben wir es ausgeschaltet. Ich schiebe jetzt mal den Fokus quasi nach vorne. Und man sieht, dass sich da tatsächlich die Schärfeebene ein klein wenig ändert, dass die Haare vorne etwas schärfer werden. Und Ähnliches sieht man auch zum Beispiel bei der Augenbraue. Wenn wir mal auf diese Augenbraue achten, gerade hier so dieser mittlere Bereich, ich schalte das mal wieder aus, da sehen wir, wie die unschärfer wird und wie die Schärfe steigt, sobald ich das wieder einschalte. Das ist eigentlich alles, was man erreichen kann mit diesem Effekt. Also man sieht, das sind hier wenige Millimeter, wobei man hier auch bedenken muss, wir sind eben wirklich bei 28 mm, also in einem Weitwinkelbereich. Eine Blende 2,8 zwar, aber eben auch sehr nah dran. Und wir werden jetzt gleich nochmal uns ein anderes Bild anschauen. Aber trotzdem, vielversprechend darf man sich dabei nicht. Allerdings ist es auch nicht so, dass es gar nichts bewirkt. Gehen wir also mal an das zweite Bild. So, hier sind wir in dem zweiten Bild. Ich habe jetzt schon mal auf 100% gezoomt. Ich habe auch die Vorberechnung dieser Bilder schon mal durchgeführt, sodass ich jetzt schnell umschalten kann. Und das ist jetzt aufgenommen mit 70 mm, im selben Objektiv, auch Blende 2,8. Dementsprechend stand diese Person ein bisschen weiter weg, vielleicht so 3 Meter, schätze ich mal ungefähr. Und schalte auch hier wieder die maximale Verschiebung ein und aus, auch wieder nach vorne in dem Fall.
Und auch hier sehen wir, dass es sch sehr schwer zu erkennen ist, was eigentlich genau passiert. Man muss sich wieder wirklich Grenzbereiche raussuchen und da ganz genau drauf gucken. Ich empfehle, es ist jetzt ausgeschaltet, schaut mal hier auf die Wimpern und auf dieses Auge, das ist sehr, sehr scharf. Also das ist, ich würde mal sagen, hier ungefähr liegt auch der Fokuspunkt. Hier vorne hingegen sieht es ein bisschen schlecht aus, da ist etwas unscharf. Wenn ich jetzt einschalte, sieht man, dass sich das so ein klein wenig verlagert. Sprich, diese Wimpern hier sind nicht mehr so scharf. Achtet mal drauf. Werden unschärfer. Die Nase hier zum Beispiel, wenn wir auf die Poren ganz genau achten, das wird ein klein wenig schärfer. Ist wirklich schwer zu erkennen. Auch diese Wimpern auf der rechten Seite werden ein wenig schärfer. Es reicht absolut nicht, um die Schärfe wirklich vom hinteren auf das vordere Auge zu verlagern. Soweit geht es nicht. Ich würde sagen, faktisch liegt die Schärfe wahrscheinlich ungefähr in der Mitte, also ungefähr hier auf dieser Nase tatsächlich. Handelt sich also auch um so maximalen Zentimeter, den man verschieben kann, wenn es hochkommt. Das ist ein Effekt, der sehr subtil ist, der halt wirklich in Grenzbereichen den Unterschied machen kann. Ob das jetzt aber den horrenden Preiswert ist, den Canon für die 5D Mark IV aufruft und auch diesen Nachteil, dass das RAW, das man aufnimmt, quasi doppelt so groß ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich meine tendenziell eher nein, aber es kommt natürlich immer auf die Situation an und manchmal ist es natürlich toll, wenn man die Option hat, ein nicht ganz scharfes Bild doch noch scharf zu machen. Aber der Gewinn ist wirklich sehr gering und der Trade-off ist ziemlich hoch. So viel also zu den Ergebnissen aus dem Test. Was haltet ihr davon? Findet ihr die Funktion nützlich? Findet ihr, das ist eine Funktion, die man unbedingt braucht, die auch in weitere Kameras unbedingt kommen sollte? Oder meint ihr, das ist eigentlich ziemlich überflüssig und vor allem das viele Geld nicht wert? Hättet ihr vielleicht lieber eine andere Funktion, die den Fokus zum Beispiel in der Kamera besser justieren kann, wie das zum Beispiel bei Nikon angeboten wird, über das Live View. Was ist eure Meinung dazu? Interessiert euch die 5D Mark IV überhaupt? Ist das was, was ihr euch kaufen würdet? Wenn ihr euch eine kaufen wollt, würdet ihr mir und meinem Kanal helfen, wenn ihr die über den Link kauft, der unter dem Video verlinkt ist. Das hilft mir so ein klein bisschen und ist eine gute Motivation, weiterhin Videos zu machen. Schreibt mir eure Meinung, was ihr davon haltet. Schreibt mir auch, was ihr von meinem kleinen Experiment, meinem Quicktest haltet und bis zum nächsten Mal. Ciao.